Christian von Daniels ist der Mann hinter der weltgrößten Maßhemdenmanufaktur Van Laak. Seit 20 Jahren produziert seine Firma in Vietnam die legendären Hemden und Blusen mit den drei Knopflöchern. Es ist die modernste Textilfabrik Südostasiens. Die Vietnamesen werden ja auch gerne als die Deutschen Südostasiens bezeichnet. Dies nicht zuletzt, weil sie deutsche Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Sauberkeit vereinen mit einem hohen Maß an Skills für das textile Produkt. Das ist die 28-jährige Huang mit ihrer Tochter Ta. Seit 2006 arbeitet Huang für Van Laak. Sie ist nicht, wie in anderen Textilfabriken Asiens üblich, auf dem Werksgelände kaserniert, sondern wohnt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem Haus in Hanoi. Jeden Morgen holt ein Bus sie ab zur Arbeit. Mit dabei ihre dreijährige Tochter. Während die Mutter 8 Stunden näht, wird Ta im werkseigenen Kindergarten betreut. Kindergarten statt Kinderarbeit ist das Motto bei Van Laak. Ich fühle mich wohl hier. Van Laak bietet mir gute Arbeitsbedingungen ohne Überstunden. Ich kann davon unsere Familie ernähren und habe auch noch Zeit für mein Kind. Die Familienfreundlichkeit ist aber nicht alles. Die Philosophie des Unternehmens wird zunächst in der einladenden und für eine Textilfabrik ungewöhnlichen Architektur sichtbar. Und das ist nicht nur Fassade. So gibt es zum Beispiel klimatisierte Arbeitsplätze. Ein eigenes Fortbildungszentrum. Kostenfreies Mittagessen. Gearbeitet wird im Einschichtbetrieb. Und der Verdienst liegt ca. 80% über dem gesetzlichen Mindestlohn. Ich denke, dass sie hohe Standards haben, was die Produktionssysteme anbelangt, aber auch was das Arbeitsambiente anbelangt, sodass es möglich ist, qualitativ gute Produkte zu produzieren. Und wir können die Kosten dieser Maßnahmen kalkulieren. Da kommt ungefähr bei uns pro Teil 1 Euro heraus. Aber letztendlich kostet es nicht mal diesen Euro, weil die zusätzliche Loyalität, die wir bei den Mitarbeitern gewinnen und die Expertise, die wir im Hause haben, die wir nicht woanders hin verlieren, das ist viel mehr wert als 1 Euro. Stimmt das Umfeld, stimmt auch das Produkt. Die Retourenquote bei Van Laak liegt bei nur 0,3%. Die Liebe steckt im Detail. Bis zu 300 Minuten wird an einem Hemd von Hand genäht. Kein Wunder, wenn schon ein Knopfloch für die hochwertigen Meeresschneckenknöpfe mit den drei Löchern mit 190 Stichen genäht wird. Wenn bei der Produktion nicht nur auf die Uhr, sondern auch auf das Ergebnis geschaut wird, dann steht am Ende Van Laak drin.